Was geht ab, Freunde? Euer Surfy und herzlich willkommen! Warte mal, irgendwas stimmt hier mit der Tonqualität nicht so ganz. So, jetzt soll's wieder gehen. Was geht ab, Freunde? Euer Surfy und herzlich willkommen zum zweiten Part von Foodtruck The World. Ja, Freunde, in der letzten Folge haben wir uns das schlechteste Team, das man sich überhaupt nur bilden kann im Fooddraft, zusammengedraftet. Ja, und da ist schon ein bisschen was Interessantes bei rumgekommen. Spieler, die man sonst nie sieht, keine wirklichen Skiller dabei. Ja, Freunde, und falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, unbedingt jetzt hier anklicken. Unbedingt anschauen die erste Folge, falls ihr sie verpasst habt. Ansonsten spoil ich unsere Mannschaft in 3, 2, 1, boom! Das ist unsere Mannschaft. 4-4-2, eine Formation, mit der ich sonst nie spiele. Vorne haben wir Long und Vardy drin, die zwei kleinen Face-Nutten. Ansonsten wirklich Spieler unter aller Sau. Also ist wirklich nichts Aufregendes dabei. Olson, Gabriel, Marot mit 55 Pace, hat letztes Mal aber ziemlich gut gespielt. Shaqiri dann noch, der einzige 4-Sterne-Skiller, glaube ich. Ja, Freunde, jetzt geht's rein ins Viertelfinale, beziehungsweise ins zweite Spiel. Let's do this! Ach du Scheiße, Ronaldo, Bale, Benzema, BBC... Krankes Liga BBVA-Team, Freunde. Das wird keine leichte Herausforderung. Freunde, jetzt müssen wir wirklich alles geben. Let's go! Das kann ja was werden. So, Freunde, los geht's. Und wir brauchen diesen Sieg unbedingt. Wie ein Pinguin, ein Fahrrad. Let's go! Shaqiri das erste Mal am Ball. Roulette geht vorbei. Übersteiger zieht rein. Spielt jetzt den Pass. Den Fehlpass. So, jetzt geht die Post ab. Shane Long auf Shaqiri, der direkt weiter... Und der nochmal rüber auf Naismith, Naismith. Eieiei, Ronaldo. Aber ich komme mit dieser Formation auch nicht wirklich klar, Freunde. Ganz was anderes. Vardy jetzt. Zack, gehen hier vorbei, gehen rein. Vardy, Vardy. Oh, shit. Freunde, der Gegner macht langsam ernst und der hat auch ziemlich was drauf. Also das wird nicht leicht. Vor allem mit diesem Team einfach. Ich komme auch mit der Formation gerade nicht wirklich klar. Komm, jetzt muss es schnell gehen. Zack, gehen hier vorbei. Spielen den Ball auf Vardy und oben läuft Shaqiri mit. Shaqiri? Nee, Mann, was macht denn Olson da vorne, unser Linksverteidiger? Zack, gehen hier rein. Der macht das stark und dann bleibt da hängen. Schön kombiniert. Aber das ist ein Olson, Mann. Olson, was soll ich mit Olson machen? Ja, jetzt könnte es bitter werden, Freunde. Jetzt könnte es bitter werden. Hutchinson! Hutchinson! Setz dich doch mal durch! Ey, was willst du denn da machen, Mann? Wer ist Rukavina? Ich hab den Namen nie gehört. Shaqiri hat null Chance gegen den. Jawohl, komm, jetzt haben wir nochmal ein bisschen Platz hier für Shaqiri. Geht jetzt hier rein mit dem Job. Spinnt rein. Schön, Shaqiri. Ballrolle. Shaqiri. Und dann kann er sich gegen Rukavina nicht durchsetzen. Nein, 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 Keeper. Freunde, es geht ins Elfmeterschießen. Wir versuchen es hier. Links oben der erste Elfer. Antoine Griezmann. Was macht da links oben? Komm, diesmal holen wir den genau in die Mitte. Genau in die Mitte. Geht doch, geht doch. Ah, der haut mir wieder links oben rein. André Gomes. André Gomes. Mitte nochmal, Mitte. Was macht er jetzt? Schießt er nochmal links oben? Ich glaube nicht, oder? Scheiße. Komm, Freunde, links oben diesmal. Ey, ich kann gar nicht vor Anspannung. Wir müssen eine Runde weiterkommen, Freunde. Wir müssen unbedingt eine Runde weiterkommen. Diesmal links oben. Nein, schon wieder in die Mitte. Naismith, wieder links oben. Das gibt's doch nicht, Freunde. Und damit scheiden wir aus dem Worst Draft Turnier aus, Freunde. Mit der Mannschaft war aber auch in diesem Spiel echt überhaupt nichts zu holen. Letztes Mal haben die wenigstens noch alle geil zusammengespielt. Diesmal ging irgendwie gar nichts. Immer wenn ich angegriffen habe, waren zwei Spieler vorne, Bakker und Vardy. Der Rest hat gar nicht mitgemacht. Shaqiri vielleicht noch ein bisschen. Aber es ging einfach irgendwie gar nichts in diesem Spiel. Also ich finde, in der Abwehr haben wir eigentlich gar nicht schlecht gespielt, wenn du da so ein Ronaldo, Neymar, Bale und so weiter alle da vorne als Gegner drin hast. Das war echt nicht leicht, Freunde. Und jetzt holen wir uns dann unsere, ja, Belohnung ab. Kann man nicht wirklich sagen nach einem gewonnenen Spiel. Aber wir holen uns da trotzdem alles ab, was es hier gibt. Dann haben wir hier den Gül-Challenge. Freunde, probiert unbedingt mal diese Food Draft Worst Challenge aus. Mit so einem Team ist echt fast gar nichts zu holen. Vor allem, wenn der Gegner dann noch ein bisschen verteidigen kann und mit so einer komischen Formation. Ja, ich hoffe, ihr lasst trotzdem einen Daumen nach oben da. Nächstes Mal geht's weiter. Das war's von mir. Haut rein und ciao!
Was geht ab, meine lieben Freunde? Nein, hier und herzlich willkommen zu einem Fatal Test gegen Kevin Assia. Ja, meine lieben Freunde, wir werden heute einen kleinen Test machen, denn bald steht die K.O.-Phase von Fatal an.